So, heute der Musiker steht wieder da wie doof, weil heute zwei Updates gemacht auf diesem Rechner. Gestern habe ich das noch alles gesynkt über WLAN auf die Geräte, um da meine Musik anzuhören. Heute zwei Updates. Hier ist wieder der Anwaltsordner. Da kam heute Safari Update und ein Video Formats Update. Das ist sowas von sluggish, also ein Pro Video Formats Update und ein Safari Update. Da gab es wieder eine Fehlermeldung bei dem Update. Das ist so grottenhaft schlecht programmiert, das amerikanische US Engineering. Man muss auch wirklich mal kritiklos werden in dieser Spaghetti-Code-Firma Apple. Das ist grottenhaft schlecht, das Interface. Das ist sowas von langsam, dass man weiß manchmal gar nicht, das ist so sluggish und langsam, dass man manchmal nicht weiß. Und wenn man selbst mal da auf More Info geht, sich da ein paar Infos holen möchte, in diesem Pop-up, was da drüber kommt, was steht da für Pro-Video-Formats? So grottenhaft schlecht das Interface, kriegt Frederigi. Wieder eine absolute Losernummer, muss ich ganz ehrlich sagen. War eine Pleite heute. Das habe ich gemacht, diese beiden Updates, und jetzt geht die Sync-Funktion nicht mehr. Also das Album wandert nicht mehr rüber. Wir testen das jetzt seit heute mit Safari-Update. Geht nicht mehr. Das ist auch so typisch Apple. Da sind schon wieder irgendwelche fürs iPad, auch schon wieder irgendwelche iOS-Updates in der Pipeline. Jetzt testen wir das nochmal durch. Also das Update muss hier aufpoppen unter Recently Added. Schauen wir mal, ob da so ein ähnliches Album da hochpoppt, wo Stereonauticum draufsteht. Moment. Ich lege mich kurz mal kurz schlafen. Also da müsste sich auf dem iPad jetzt hier was tun. Damit das Album sozusagen jetzt links von dem hier steht. Schauen wir mal, ob da was passiert. Wenn der Balken jetzt rechts rüber läuft, müsste da eigentlich das Album hier links daneben mal langsam erscheinen. Nein, geht nicht mehr. Ne? Da hat es kurz geflackert und geflickert, hier kommt nichts. Also wieder so eine richtige Tim Apple, Greg Frederiki, Eddie Q, Loser Party. Wegen zwei Updates. Gestern hat es noch funktioniert. Heute zwei Updates draufgeladen, was alles nichts hier mit dem Krempel zu tun hat eigentlich. Ein Pro-Video-Formats-Update, ein Safari-Update, und die Sync-Funktion geht nicht mehr. Habt ihr wieder gut gemacht. US-Engineering ist der Hammer, ne?